TBU Salzburg gewann das Spitzenspiel der zweiten Basketball-Bundesliga gegen die Silberminers Schwarz 79-51. Wir sind heute ganz gut in die Partie gestartet. Dadurch, dass wir in den letzten zwei Wochen taktisch einiges umgestellt haben, vor allem in der Offensive, haben wir ein bisschen gebraucht, dass wir wirklich ins Spiel finden. Und schlussendlich im dritten Viertel ist dann der Knoten aufgegangen und wir haben uns ein wenig absetzen können. Und dann haben wir eigentlich das restliche vierte Viertel dann mehr oder weniger ohne viel Druck und frei aufgespielt. Die Salzburger spielten sich bereits im ersten Viertel eine 14-8 Führung. Zur Halbzeit stand es 35-27. Im dritten Viertel übernahm die BBU komplett das Kommando und ging mit 20 Punkten Vorsprung in das letzte Viertel. Im dritten Viertel haben wir halt offensiv quasi ins Spiel gefunden und dann glaube ich auch für die Zuschauer ganz gute Aktionen gehabt. Jetzt durch den Sieg würden uns vielleicht welche favorisieren, das würde eher ausschlagen, weil Schwarz zu Hause wirklich sehr stark ist. Sie haben eine kleine Halle, das kommt ihnen sehr entgegen in ihrem Spiel, da wir mehr die läuferische Mannschaft sind, also es wird sicher eine enge und hart umkämpfte Partie.